Der Schlosspark Laxenburg zählt zu den bedeutendsten historischen Landschaftsgärten Europas. Seit dem Mittelalter wurde diese weitläufige Parkanlage auf die heutige Größe von 280 Hektar ausgebaut. Nun wird der Schlosspark mit allen seinen Sehenswürdigkeiten auf den kommenden Winter vorbereitet. Der Herbst ist eingekehrt hier in den Schlosspark. Wenn man jetzt ein bisschen zurückdenkt an das Jahr 2015, wo waren denn so die Highlights, worüber habt ihr euch denn besonders gefreut? Es ist eigentlich unglaublich, wie schnell so ein Jahr vergeht. Wir stehen jetzt wieder unmittelbar vor dem Saisonfinale am 1. November. Es hat im heurigen Jahr viele, viele Dinge gegeben, die uns besonders gefreut haben, die wirkliche Highlights im Schlosspark gewesen sind. Zum Beispiel hat es das große Natur im Gartenfest gegeben von der Aktion Natur im Garten im heurigen Frühsommer. Ein unvergessliches Wochenende bei angenehmem frühsommerlichem Wetter mit gut gelaunten Parkbesuchern, was uns immer das Wichtigste ist. Wir haben heuer im Sommer wieder die Komödienspiele in der Franzensburg gehabt, den Kultursommer Laxenburg mit Intendant Adi Hirschall. Das Stück Ewig Jung ist ein derartiger Erfolg geworden, dass es auch 2016 wieder auf dem Spielprogramm steht. Also auch hier eine wirklich gelungene und runde Sache. Und dann schon fast im Herbst hinein unser großes Ritterfest, heuer ganz neu am Stapelplatz beim Bootsverleih, das sicher auch für viele unvergessliche Momente gesorgt hat. Gab es mehr Besucher als das Jahr davor? Wir sind relativ konstant, was die Besucherzahlen betrifft. Man muss eines betrachten, wir haben heuer ein Wetter gehabt, das es für Ausflugsziele nicht ganz so gut gemeint hat. Wir haben diese extreme Hitze im Sommer gehabt, wo natürlich ein Freibad wesentlich im Vorteil war. Wir haben einen relativ verregneten Herbst gehabt, jetzt in den letzten Wochen. Darum freut es uns umso mehr, dass wir unsere Besucherzahlen im weitesten Sinne halten konnten. Jetzt seid ihr ja mit Besucherzahlen wirklich verwöhnt, aber überlegt man sich trotzdem, wie man den ganzen Schlosspark noch attraktiver gestalten könnte? Wir sind natürlich laufend dabei, unser Angebot weiter auszubauen, weiter zu verfeinern. Es wird auch im nächsten Jahr einiges geben, was unsere Parkbesucher worauf sich unsere Parkbesucher heute schon freuen können. Wir haben zum Beispiel ein Projekt gestartet, wo wir beginnen, unsere historischen Parkbänke zu rekonstruieren nach historischem Vorbild. Das ist nur eines der vielen, unter Anführungszeichen, kleinen Dinge, die wir schon in Vorbereitung haben.